Na, ich schmutz mal. Wir holen raus. Wir holen raus. Ach ja, ja, das war ja klar. Das war wieder der Vorführeffekt. Der Faktor wieder am Boden hängt. Raus mit dir, Schmutzbär. So, Jecken. Seht ihr was schon am Boden rumkrabbeln für den Hunk. So. Muss gerade die Cam ausrichten. So, damit der Apfel auch. Ah ne, ich muss den ein bisschen rühren, ne, dann ist der noch Pumpe. So. Jecken. Hallo zusammen. Aus Coronia, Köln am Ring. Im Ausnahmezustand. Merkels verordnete Kur lässt uns zu Hause sitzen. Oder auch nicht, wenn ich da aus meinem Fenster gucke. Auf jeden Fall tun wir das gerade und ich dachte, heute ist jetzt mal der richtige Zeitpunkt, mal ein bisschen Loblieder auf unsere italienischen Nachbarn zu singen. Weil wir im Titel ja schon erkennen können, geht es darum. So, ich war wieder zu faul, um die Fucci auszupacken. Hoffe, das klappt so mit dem komischen Huawei Autofokus Bullet von Lion Steel Löwenstahl aus Italia. Gudi von Poppel hat es designt. Lion Steel hat es gebaut. Und zwar ist dies das 28. von 300. Absolutes Sahneteil. Wahnsinnsfräsarbeiten. Kunstwerk statt einem. Also wirklich, ist es schon ein kleines Kunstwerk. Ne? Frame steht perfekt. Klinge steht perfekt. Action ist perfekt. Tja, Lion Steel, die können das. Wie ich so. Oh, wenn du stinkst, Alter. War noch eben draußen. Wie ich so schon erfahren konnte in meinem kurzen Leben, meine Lieblingsfirma, die Firma Prüfmus, die bei uns in der Nachbarschaft sitzt, die lässt nämlich auch gerne bei der Firma Lion Steel in Italien bauen. Das ist Prepper One. Mein Number One EDC, also wirklich, wenn man kein anderes hätte, nimmt man das Prepper, Feinschliff, Neolox. Ihr habt zwei Kammern unter den Griffen, habt ihr sicher schon gesehen in den Videos, wenn euch dafür interessiert. Schlüssel öffnen, könnt ihr noch was Schönes da reintun, was auch immer. So, das ist mein eines Fix, das andere Fix ist von der Firma Bastinelli. Das ist das Red. 10,5 Klinge, insgesamt knapp 22. Und mit meiner HS12. Richtig toll in der Größe. Feine Jimpings angearbeitet. Feinschliff. Schöne Volks-Age-Sitze, geht auch richtig schön runter. Das ist ein kleines Schneidteufelchen. So. Dann, ich habe immer so den Hang, so immer zu einem fixen Folder oder umgekehrt. Aber das Red von Bastinelli, der Folder mit Daumenpins, der gefiel mir nicht so gut wie das Drag Attack. Das Drag Attack Sheepfoot mit schön ausgeprägt. Na, Sputzel! Sag mal die Kamera. Sag mal gucken. Ja, ja, wo ist der blöde Ball? Hi, Bo! Ja, ich muss nebenbei meinen Hund behalten. Daumenscheibe. Ja, ich liebe Daumenscheiben. Frame steht perfekt. Ist die PVD-Version. Läuft auf Washern, soweit ich das weiß. Deep Carry Clip. No. Glasbrecher. Richtig schöne Ergonomie. Ja, ich mag diese Frame-Stopper nicht. Das hat das SRL 11 auch. Das liegt noch im Regal. Das muss ich mal zusammenbauen.
Ja, wenn man dann so ein bisschen manchmal sieht da, ne, ist es, lockt es, ohne man, dass man das will. Das ist schnell passiert, dann wird der Frame halt geblockt und ihr müsst dann immer erstmal zurück. Aber ne, muss man sich dran gewöhnen. Gute Action, top Klingenstand. Ich muss auch wirklich sagen, dass bei der Firma Lion Steel die Klinge immer steht wie ein Fels in der Brandung. Da müsst ihr das wirklich schon eine Scharnierschraube losdrehen. Ansonsten haben die immer, stehen die Klingen immer top. So, und zwischendurch gehen wir mal zu Lion Steel selber. Das PM4, der Flipper mit Drahtclip. Sehr, sehr schönes Teil. 154 cm wurde da verbaut. False Edge. Sehr ausgeprägt. Chimpings. Ist schon älteres Knife. Ich finde es super schön. Das Einzige, was mir da nicht gefällt, ist, dass man den Clip nicht umsetzen kann. Weil ich liebe Lannys. Und weil man dann das Knife zur Not immer gezogen bekommt. Ja, und ich hätte halt lieber auf der anderen Seite, wie es halt normal ist, um dann ein Lanny zu befestigen, was man dann schön aus der Tasche raus hängen lassen kann, um im eventuellen Notfall dann wirklich zack, egal wie, das Teil in der Hand zu haben. Ja. Ich finde es auch sehr schön, dass die, wenn die Daumenmulden so ausgeprägt sind, na, dann ist auch ein Liner dann absolut top führbar. Liner und ein Frame ist ja das gleiche im Grunde, ja, also und ist super Action, super spielt schon immer. Gebraucht gekauft, genau wie das PM4. In dem Fall damit Downpins. Ne? Ihr seht, ich habe so ein bisschen Hang zu dieser Klingenform, ne? Wobei ich halt in letzter Zeit auch, ne, haben das gleiche System. Ihr seht halt, dass was hier auffällt, ist wirklich, dass der dass die Platinen doch sehr unterschiedlich sind von der Dicke her. Ne? Also das PM4 und PM2. Der Flipper ist dann schon sehr, sehr leichter, viel leichter auch gebaut als der mit den Daumenpins. Ne? Und ist auch von der Größe auch das kleine. So, wie gesagt, die sind beide 154 cm. Das ist etwas vom Frame, bis also vom Liner. Bisschen störrischer, aber auch Deep Carry Clip gefällt mir auch sehr gut. Ja, mein Gott, bin ich am Schwitzen. Zu Ostern in Köln. Ist aber auch das Licht jetzt, sonst könnte der alle Autofokus ja nicht mehr hinterher. So, und dann kommen wir hier mal zu einem sehr, sehr schönen Stück. Ich bin nämlich etwas von der Sheepfoots bei der. Bei der Tanto gelandet, das ist Mike 5. Mit Woodscales. Ich glaube, das ist das Einzige, was ich mittlerweile noch habe mit Woodscales. Bild bei Lion Steel. Der Dietmar Bohl, der macht tolle Designs und vor allem halt dann auch konform. Das ist ein Backlock. Ne? Schöne, flache, breite Jimpings. Ja. Kann man absolut nichts dran aussetzen und die gleiche tolle Feder wie bei den 42ern. Ne? Das ist ja, ich liebe das, begleitet mich oft im Alltag. Früher mochte ich die Tanto-Klingen nicht, weil sie wirklich auch unten ist, die Nummer 17 von 0599, weil sie halt wirklich unvernünftig sind, ne? Also einem Jäger oder was, die rümpfen die Nase vor Tanto-Klingen. Ich finde sie halt optisch gigantisch und gerade die hat ja im Vorderschiff so eine richtig schöne, lange Phase und auch eine schöne ausgeprägte Schneidphase. Das ist bei Pol sowieso. Ich hatte noch nie da irgendwelche Probleme, dass die Schneidphasen unterschiedlich wären. Ja. Und ja, also das zahlt man auch wirklich für Qualität. Und wenn irgendwas ist, ich habe noch nie einen besseren Kundenservice erlebt wie bei der Firma Polforce. Das kann ich behaupten. So. Mir wird echt zu wärm, Video zu lang. Meine 42er ganz schnell noch. Mein
Greenscales, 42er, natürlich konform, weil es ja auch so heißt. Ne? Richtig schöne, tolle Feder, Bild bei Lion-Stil. Richtig schon, ja. Bild bei Lion-Stil, ne? Hat halt diese Feder, hat eine enorme Federspannung. Und damit man auch wirklich damit arbeiten kann. Und hier nochmal so zur Sicherheit, damit es auch nicht in einen rumklappt, hat es hier nochmal so eine Viertelverriegelung. Und ne, dann muss man halt nur schauen. Also selbst wenn es hier mal so einklappt, dann kann es nicht komplett einklappen. Und wenn man nicht jetzt ganz wirklich drauf abzielt, da die Finger dazwischen zu haben, ist das ein bombensicheres Teil. So, das ist durch meinen lieben Facebook-Freund Stefan entstanden. Das habe ich getauscht gegen ein Viper 10 und ein bisschen Kohle. Das ist die Titan-Version, ne? Die natürlich wirklich, wirklich mal ein kleines Träumchen ist, ne? Von der Verarbeitung. Ne? Seht, was interessant ist, wenn ihr die mal im Vergleich habt. Ne, ist das Titan doch schmaler gehalten, ne? Ziemlich sogar, und ja, dadurch, dass es natürlich auch ein echtes Sammlerschätzchen mittlerweile ist, kommt es, bleibt es halt in der Vitrine, und das kommt sehr oft mit auf Tour, ne? Kann ich auch, sind jetzt leider auch komplett aus, ne, die 42er, ich hoffe wirklich, die Bar auch ein 942er, dass die da nochmal was, dass der Dietmar auch nochmal an uns denkt und uns kleinen blöden Deutschen, die nichts mehr dürfen, sag ich mal, oder immer aufpassen müssen, was zu sagen, was zu tun, weil es ansonsten viel Geld kosten könnte. Und da sind wir auch direkt beim Thema. Das Teil hier geht zu einem besonderen Menschen. Ich hoffe, es macht ihm besondere Freude, weil der kriegt auch viel ab zur Zeit, weil er seine Meinung gesagt hat. Und ja, damit will ich es auch belassen. Wir kämpfen unsere Kämpfe, nicht nur zu Corona. Und das sind so die kleinen Freuden im Leben. Und ja, die machen wir uns und auch an Corona. Und ich wünsche euch frohe Ostern. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Ach ja, ich hatte hier noch was. Ich weiß nämlich überhaupt nicht, ob das von Lion Steel gefertigt wird. Das Bravo Generation 3. Das kann nämlich auch sein, dass es jetzt mal nicht, weil der Dietmar ist ja auch ein Designer. Ja, ist ja kein Messerbauer. Und ja, das ist auf jeden Fall ist das Bravo, das BD1. Der Curved ist auch eins meiner EDCs. Ne? Backlog. Ja. Ich würde niemals ein Messer für 200 Euro. Auf den Tischkante hauen, um da den Backlog zu prüfen und dann unter Umständen dazu bemängeln. Ja, dafür wäre mir das viel zu teuer, und ich glaube, das macht auch keiner, der da viel Geld für bezahlt. Ja, das sind dann so die geliehenen Sachen. Bravo auch total toll mit dem Drahtclip. Kriegt ihr total gut auf meinem Gebrauchtmarkt für einen Huni etwas drüber. Ne? Habe ich mir die Klinge poliert. Schrift etwas, ein bisschen auf User, ich mag diesen Style, ich mag eigentlich keine neuen Sachen, und deshalb wird auch jetzt mal das Prepper dieses Jahr richtig mal rangenommen, wenn mal alles mal ein bisschen wieder normal ist, und das hoffen wir auch alle, ne? Ihr Lieben, bleibt gesund, bis dahin, malet Jungs.